Wir sind am Bodensee. Ich bin vor 3 Wochen wieder am Bodensee gezogen. Von Stuttgart. Also der Grund, wieso ich nach Stuttgart bin, war die Ausbildung im Titus. Ja, dafür bin ich hin und wollte natürlich auch ein bisschen skaten. So raus vom Land, erstmal in die Stadt. Und jetzt habe ich mich wieder entschieden, aufs Land zu gehen, am Bodensee. Ja, während dem Lockdown habe ich eigentlich am meisten vermisst, dass man nicht einfach frei jetzt in den Stuttpark gehen konnte, wie man wollte, sich mal anmelden musste. Freiheitsgefühl hat ein bisschen gefehlt. Man muss auch immer an eine Maske denken, wenn du irgendwo hin wolltest. Und man darf dann auch nicht rein, wenn du keine dabei hast. Was noch ganz gut war vor Corona, bevor das los angefangen hat, sind wir noch 2 Wochen nach Barcelona geflogen. Danach bin ich direkt nach Kapstadt für 4 Wochen. Und während wir in Kapstadt waren, kam es eigentlich so, dass hier der erste Lockdown begonnen hat. Und dann habe ich erstmal in dem Betrieb von meinem Papa gearbeitet. Der hat eine Textilfirma, der designt Klamotten. Genau, und während ich bei meinem Papa gearbeitet habe, da haben wir den Home Clip für Adidas gefilmt. Letztes Jahr im Sommer wurde mir das Schlüsselbein gebrochen. Das war der 4. Schlüsselbeinbruch, weil während der OP hat der Arzt mir das gebrochen zum 4. Mal. War eigentlich gar nicht so schlimm, weil es hatte eh alles zu. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich jetzt irgendwas verpassen würde mit Trips oder so. Geschwommen bin ich ganz viel, um das aufzubauen. Als dann der Herbst kam und ich wieder langsam skaten konnte, waren wir viel am Landtag skaten, da die Skateparks ja auch zu hatten. Und dann war das eigentlich so der Treffpunkt für uns alle. Das ist so der Aperol-Spritz-Spot irgendwie, da kommt jeder mit einem Aperol vorbei. Während dem Lockdown habe ich auch ab und zu gemalt, an dem bin ich jetzt gerade dran. Ich mal mega gern mit einem Zirkel eigentlich. Das habe ich auch mit dem Zirkel gemacht. Hier ist auch viel mit dem Zirkel. ich hoffe auf jeden Fall, dass der Lockdown bald vorbei ist, weil ich habe jetzt gerade mega viel Zeit, weil meine Ausbildung erst Ende Sommer beginnen wird. Und ich hoffe, dass es bald lockerer wird, damit wir wieder reisen gehen können und wir auf Trips gehen können. Ist eigentlich ganz egal, wohin, Hauptsache skaten. Und mit Leuten unterwegs sein. Hier habe ich skaten gelernt. Da habe ich vor 7 Jahren angefangen zu skaten.